Das Schöne ist, dass der Markt ja regelmäßig tolle Chancen bietet. Nicht alle lassen sich nutzen. Manchmal verpasst man eine, manchmal entwickelt sich der Markt ein bisschen anders. Wir haben gerade so eine Situation, ich will es mal gerade vorstellen, weil es so brandaktuell ist. Ich habe hier auf Minutenbasis zugegeben, sicherlich ein sehr kurzes Zeitfenster, aber eine wunderschöne Anstiegsbewegung gesehen. Und ich habe gesagt, super, wenn der Markt jetzt schön wackelig hier in diese Richtung geht, dann wäre ein Trigger hier auf dieser Seite eine wunderbare Fortsetzungsmöglichkeit. Und damit ein Long Trade. Denn wir wissen das sehr gerne, wenn der Markt eine scharfe Bewegungsrichtung hat, eine andere Seite, die möglichst wackelig ist, das bietet sich dann extrem an, da eben nochmal loszuschlagen. Ist die Idee denn generell schon rum? Naja, sicherlich zum Zeitpunkt dieses Videos auf jeden Fall. Aber weil es gerade so brandaktuell ist und die Methode eigentlich ganz gut widerspiegelt, auf was ich gucke im Markt, habe ich gedacht, ich bringe das Ganze mal. Und natürlich könnt ihr das auf eure Lieblingszeiten dann entsprechend übertragen. Also wackelig, das macht er hier durchaus, aber er geht hier schon sehr, sehr weit runter. Also allerspätestens die 78er Marke ist für mich dann ein Zeichen, wenn ich diese Seite sehe und sage, geil, das ist doch eine tolle Dynamik. Und ich dann aber sehe, dass die Korrektur wirklich so weit runter geht bis zur 78,6er oder insbesondere darunter, dann sage ich mir, also wenn ihr so weit wieder das Ganze kaputt macht, was ihr hier toll aufgebaut habt, dann scheint die Begeisterung für die Long-Seite ja gar nicht so groß zu sein. Also ihr seht, der Markt aktuell, also jetzt ist damit meine Long-Idee quasi ad absurdum geführt oder zumindest mal nicht mehr interessant. Warum? Kann der Kurs jetzt nicht doch noch nach oben gehen? Doch, kann er. Aber zwei Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Das eine ist etwas, was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Also wenn wir uns mal angucken, und wir haben beispielsweise hier so eine Zigzag, so eine erste scharfe Bewegung, dann eine Korrektur und dann wollen wir wissen, wie weit geht die Korrektur runter. Dann können wir sehen, ja, diese Korrekturen, die gehen auch gerne mal 80% oder 90%, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering. Wichtig, ihr müsst das Ding nicht auswendig lernen, ist es nicht, wie hoch hier diese Kurve läuft, sondern wie groß die Fläche quasi rechts davon noch ist. Und wir sehen, wenn wir schon 80% gelaufen sind, das ist die Restfläche der Wahrscheinlichkeit, dass wir auf der richtigen Seite liegen und das ist halt relativ gering und dementsprechend, wenn er das erreicht, ist meine Long-Überlegung obsolet, also nicht mehr gültig. Das heißt, hier hatte ich zeitweise die Chance, eben gegebenenfalls die Long-Seite hier, dass zu diesem Zeitpunkt war ich noch ganz toll unterwegs, gedanklich habe ich gedacht, oh super, das kann ich jetzt in das Video schön mit einbauen. Aber ich kann es auch weiterlaufen lassen und dann sehen wir, wie sich so eine Situation dann eben auflöst und die Wahrscheinlichkeiten dafür eben jetzt nicht mehr so groß sind. Also damit ist eine Gelegenheit jetzt erstmal vorüber und offensichtlich hat sich nicht materialisiert, aber auf der anderen Seite, wir haben doch noch mehr Chancen, denn erstens mal sind wir ja nicht nur mit dem S&P 500 beschäftigt, man sollte ja auch auf andere Titel gucken und zum Beispiel auf den Nasdaq, was macht der denn? Und da ist es durchaus jetzt auf der anderen Seite wieder denkbar, wenn wir jetzt nach dieser sehr steilen Abwärtsbewegung jetzt dann was Wackeliges nach oben, ihr erahnt das Spiel, das wäre die Fortsetzung, die dann nach unten geht. Wichtig dabei noch zu bemerken, idealerweise sollte diese Bewegung dann die erste sein, weil dann haben wir die Möglichkeit, das, was wir vorne haben, nochmal hier vorne ranzuziehen. Das ist etwas, was hier vorne zum Beispiel nicht der Fall war. Eigentlich ist das genau das, was ich mir vorstelle, aber wir sehen, der Kurs kam hier von oben und dementsprechend, ja, nach unten schon, aber eben die Weite ist dann nicht mehr klar, also die ist dann offen. In diesem Fall hat es dann eben entsprechend dann nicht mehr gereicht. Ist das denn aber jetzt ein echtes Hoch hier? Na, das ist tatsächlich fraglich. Allerdings ist der Ausgangspunkt dieser Bewegung jetzt, also von hier bis da aktuell, noch innerhalb der Aufwärtsbewegung. Das letzte Tief war hier. Also insofern wäre es schon denkbar, dass das jetzt hier der nächste Start hier auf der Abwärtsseite ist, weil dieses Hoch, Tief hier höher ist als dieses Tief hier und damit das innerhalb dieser Aufwärtsbewegung. Wem das jetzt alles zu kompliziert ist, keine Sorge, es gibt sicherlich auch einfachere Varianten, die dann auch ins Auge stechen, aber wenn man so etwas ein paar Mal gesehen hat, dann kriegt man schon ein gewisses Auge dafür. Wenn ihr Augen dafür bekommen wollt, guckt selber ein bisschen auf den Markt. Wenn ihr sagt, na, alleine ist immer schwierig, schaut euch Born for Trading an, der Link ist hier am Video, dann könnt ihr
sehr, sehr gerne auch von mir immer wieder Nachrichten dieser Art beispielsweise zum aktuellen Geschehen bekommen, wo ich sage, hier ist jetzt gerade was, was sich abzeichnet, was man wunderbar umsetzen könnte. Also vielleicht ist das ja für euch interessant und bietet euch dann den ein oder anderen Einstieg. Ganz konkrete Einstiege geben wir auch beim Trade des Tages raus. Wer also das auch möchte, der kann sich da anmelden, wann immer wir da was haben, was sich besonders gut eignet und was wir da empfehlen, für uns zumindest mal auf die Empfehlungsliste gesetzt haben. Das ist natürlich keine Aufforderung, dass ihr das exakt nachhandelt, aber ihr könntet es zumindest mitverfolgen, wenn ihr wollt, mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.